Hier, eure Kritik an mir und mein Statement. Wir können ja mal gucken, was er hier. Warte mal ganz kurz, was? Was waren das? Er hat wieder Statistiken irgendwo auch reingezeigt. Ich muss es mir angucken. Hier, Veni, das Alter seiner Zuschauer und die Zensur. Also, der hat ja 10 Videos über Veni gemacht, ne? Das war auch ganz wild. Was ist das Yo, mal? Leute, Max Max am am Start. Start. Ich hatte euch in einem Community-Post nach Kritik zu meinem Content gefragt. Und wenn ich jemand bin, der ständig andere Leute kritisiert, dann sollte ich mit einem guten Beispiel voran. Dann kritisiert mich jetzt mal bitte auch. Ja, wenn ich schon kritisiere, dann kritisiert mich doch jetzt mal bitte auch. Bitte kritisiert mich jetzt mal. Würde mich sehr interessieren. Ja. Rangehen und auch auf die Kritik an mir bzw. meinem Kanal eingehen. Danke auf jeden Fall nochmal an jeden, der sich die Zeit genommen hat, da was hinzuschreiben, weil es ist viel zusammengekommen. Vor allem kann ich die Qualität der Videos so jedes Mal steigern. Talonflamme hat bemängelt, dass ich des Öfteren Kraftworte in meinen Videos genutzt habe. Finde ich vollkommen nachvollziehbar. Ja, ich habe auch wirklich nicht. oft mal und Ficken, Fort oder so gesagt. Vor allem, man hat es einfach gehört, dass er Ficken gesagt hat. Und sich dann darüber aufregen, warum das Video schlechter gerankt wird, weil es Werde ich darauf achten, dass ich werbeunfreundlich minimal bis gar keine mehr ist. nenne. Oh Mann. Noah Gamer meinte, ich reagiere nur auf Skandale und mache nicht mehr auf gute YouTuber aufmerksam. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, das hatte mir nämlich auch gefehlt und das hat mich selbst schon auf meinem Kanal abgefuckt. Mit Videos, wie zum Beispiel dem zu Hand of Blood zum Beispiel, wollte ich das Ganze mal ändern, damit ihr die Möglichkeit habt, das Ganze auch differenzierter zu sehen. Beim Suchvideo ist es dasselbe. Ich habe vor, mehr auf positive und auch auf negative Aspekte einzugehen, also ein gesamtes Bild zu vermitteln, statt einseitig zu bashen, wenn man das... Ah, ich bin ja der Bashen-Typ, ja, also ich bashe lieber. Ganz ehrlich, komm, wir stehen doch alle eher auf Bashen, ja. Also gerade so bei, wobei man muss halt auch ein was sehen. Ich behandle ja auch derzeit halt auch einfach YouTuber, die wirklich Abschaum sind. Eines gesamten Kanals oder einer Situation. Klar, wenn ich ein Ja, 3 lässt bis es 4 moin. Minuten Video mache, dann ist es definitiv kurz. Was ich daraus mitnehmen kann, ist, dass ich die Videos inhaltlich ausbauen und dementsprechend länger gestalten kann. Aber nur weil ein Video mal 10 Minuten 30 geht, ist es nicht direkt gestreckt. Das finde ich ganz wichtig zu erwähnen. Die Videos gehen bei mir nur mal so lange, wie sie gehen. Habe ich ein Video, was 9 Minuten lang geht, dann geht es halt 9 Minuten lang. Habe ich ein Video, was 10 Minuten lang geht, dann geht es halt 10 Minuten lang. Das heißt nicht, dass es gestreckt ist. Würde ich ein Ja. Blackscreen oder... Ich finde, das mit den Strecken ist sowieso so eine Sache. Du kannst ja ein Video strecken, aber halt mit Inhalt füllen, ja? Dann ist das Video ja nicht unbedingt gestreckt, nur um auf die 10 Minuten zu kommen, sondern der Zuschauer hat ja auch noch Mehrwert. Deswegen finde ich das immer Quatsch. Auch wenn Leute sagen, hier, du hast deine Videos alle auf 8 Minuten gebracht, bla bla bla. Ich habe jetzt auch nicht alle Videos auf 8 Minuten gebracht. Ein Video ist nicht auf 8 Minuten. Nee, aber. Also, warum sollte ich die Videos nicht über 8 Minuten machen, wenn die mit Inhalt gefüllt sind? So, ich meine, da habt ihr ja 8 Minuten was zu schauen. Von daher ist es absoluter Quatsch, wenn man einen dafür oder kritisiert. so hinten dranhängen, um auf die 10 Minuten zu schwitzen. Vollkommen nachvollziehbare Kritik, aber in dem Punkt muss ich dich leider enttäuschen. Und wo wir beim Thema Kanäle waren, können wir direkt mit Amayok weitermachen, der mich seit der Ruin Na, Reserve-Thematik Broman, du abonniert Arsch. hat, so wie denke ich viele von euch. Die Übersichtlichkeit hat ihm vorher besser gefallen und ich bin da auf ganze Kanäle eingegangen. Diesen Punkt habe ich öfter gelesen, auch was die Struktur betrifft. Da hat sich meiner Meinung nach allerdings nicht viel dran geändert, außer dass sie darauf angepasst wurde, dass ich mich auf einzelne Videos statt ganze Kanäle bezogen habe. Was ich daraus raushöre, ist, dass sie mehr Bock auf ganze Kanäle habt, wo auch die Videos, auf die ich als einzelne Situation eingehe, mit einbezogen sind und ich dazu etwas sage. Baumann meinte auch, dass ich in letzter Zeit inhaltlich eher wie in Herrn Newstime rüberkam, da besonders im politischen Bereich die Themen 1 bis 2 Tage später aufgerollt wurden, wo sie gefühlt irrelevant geworden sind, weil Abraumen jeder mach ich jetzt Bescheid nicht. wusste. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ohne einen Kanal wie Herrn Newstime wäre ich auf manche Dinge gar nicht aufmerksam geworden. Da werde ich wohl eher wieder in eine eigene oder eine tiefere Richtung im Rahmen des Contents gehen, dass wir wirklich da einen Mehrwert rausziehen können. Tomifi kritisiert, dass ich öfter wie KuchenTV wirken würde in meinem Verhalten in manchen Videos. Er hat für die subjektive Sicht von sich auf 50 Likes bekommen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die 50 Leute das dann auch so sehen werden. Ich habe aber keine Ahnung, welche Punkte in meinem Verhalten da genau angesprochen werden sollen, weil KuchenTV und ich sind in meinen Augen zumindest zwei vollkommen verschiedene Ja, Persönlichkeiten. JR. das stimmt allerdings wirklich. Also hätte man damals Feiergurten und mich verglichen, dann vielleicht okay, ja, weil wir ähnliche Sachen gemacht haben. Aber ansonsten, nee. Also ich finde KuchenTV und Feiergurten, nee. Sorry, aber das ist Quatsch. Sprachgebrauch ein, dass ich öfter mal Bruder sage, statt explizit auf den Fehler einzugehen und da wirklich zu erläutern, wo das Problem liegt. Und auch unnötige Kommentare, wie zum Beispiel langweilig, sind da ein berechtigter Kritikpunkt. Da stehe ich voll hinter und da werde ich definitiv drauf achten. Das triggert mich halt selbst, dass ich mir diesen Bruder, Ehrenmann, Digger, Scheiß angewöhnt habe. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine vom Sprachgebrauch her. Keine Ahnung, das passt irgendwie nicht so sehr zu. Vom Uzumaki kam dann der Wunsch, dass ich Abstimmung einbaue, zu wem das nächste Video kommen soll. Das ist, denke ich, eine geile Idee und das kann ich auf jeden Fall umsetzen. Zum Beispiel über einen Community-Post. Auf Instagram habe ich das Ganze ja schon mal gemacht. Da habe ich immer gefragt, yo, Videothema. Dann hatte ich einige Videothemen. Allerdings denke ich, ist ein Community-Post. Aber der hatte mich bei Freunden auf jeden Fall mit drin. Ja, wir waren mal gut befreundet.
Post beziehungsweise auch eine Umfrage da viel, viel transparenter. Der Rest der Kommentare geht hauptsächlich auf die bereits genannten Punkte ein. Ich nehme daraus einfach mal mit, dass diese Punkte für euch mega wichtig sind und ich stimme in der Kritik mit euch ja größtenteils überein. Ja gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir auch die Videos nicht mehr wirklich geben, ne? Also jetzt klar, diese Best-of-Videos und so, ist halt mega nice, ist halt immer noch lustig. Aber ich finde die Feiergurten-Videos an sich, ich kann es mir nicht mehr geben. Fragt mich nicht warum, aber es ist einfach eine Sache, die, Alter, das, ich wirklich, das ist mir sehr, sehr unangenehm, das Zeug mir anzugucken. Es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Keine Ahnung, Mann. Mich macht es persönlich äußerst fertig.